Hey Leute, und willkommen zu einem weiteren Part von Dynasty Warrior 7. Im letzten Part haben wir die Schlacht von Chibi gemacht und davor haben wir noch die. Ich wollte jetzt Rebellen sagen, aber das stimmt ja nicht. Das war die Schlacht gegen Huang Su, einer der Erzfeinde von Wu. Ja, jetzt. Nachdem Cao Cao sich zurückgezogen hat nach der Schlacht von Chibi, hat Zhou Yu jetzt den Befehl gegeben, in Jing weiterhin einzufallen und die Jing-Provinz einzunehmen. Ja, wir spielen hier übrigens Ganling. Ja. Und ich habe auch schon geguckt nach der Waffe. Ich habe die gewechselt und so, ne? Man kennt's alles. Und wir starten die Schlacht. First, we must take out the surrounding bases, and then we can concentrate on the castle. Do not let down your guard. We must be wary of Cao Cao and Liu Bei as well. All right! Finally, I get to see some action! So. Man könnte schon sagen, dass es ein Wettlauf gegen die Zeit ist. Wir wissen ja durch die Shu-Kampagne, wie es halt ausgeht, dass Shu eben halt die Jing-Provinz erobern wird. Also beziehungsweise die, ich sag mal, strategischen wichtigen Punkte, damit sie eben halt als in Jing eher, ich sag mal, anerkannt werden oder so, keine Ahnung. Wir sehen das ja hier hauptsächlich nur aus der Wu-Sicht. Geil. So, die Garnison haben wir erobert. Jetzt bewegen wir uns zu den nächsten zwei Zielen. Habe übrigens heute auch schon, ist die zweite Aufnahmesession in Anführungsstrichen. Weil ich nehme ja mittlerweile nur noch ein Video pro Tag auf, um ganz einfach diese Asynchronität irgendwie zu umgehen. Und das klappt auch ganz gut. Ich muss mich halt nur zwingen, dass ich mindestens ein Video am Tag aufnehme und das dann auch gleich hochlade. Ja. Gut, das ist wie gesagt die zweite Aufnahmesession. Liegen schon ein paar Stunden wieder zurück. Wie gesagt, das. Ihr habt ja heute zum Montag Fable bekommen. Morgen zu Dienstag wird wieder Dynasty Warrior kommen, also dieser Part hier, wenn ihr ihn seht. Und dann wieder Fable und das immer so weiter. Und wenn ich halt nächste Woche halt trotzdem aufnehmen will, obwohl es stressig an der Arbeit war, werde ich hauptsächlich erstmal wieder Dynasty Warrior bringen. Wie gesagt, bis nächste Woche, ich denke mal nächste Woche werden wir mit diesen LP durch sein. Also wenn das weiter so gut läuft, ohne irgendwelche Komplikationen, also da, das ist wirklich realistisch, sag ich mal. Und dann können wir eben halt mit Pokémon weitermachen. Und da freue ich mich auch wieder drauf, das mal endlich weiterzuspielen und das irgendwann mal zu beenden. Jojo wurde angeschossen. Ey Leute, Hinterhalt ist nicht cool, ne? Mensch, hier, was geht denn ab? Jetzt geht's erstmal hier den Muso-Angriff. Ah, Moment. So. Ja. Ich möchte gerne von euch in den Kommentaren gerne wissen, wie das, wie ihr da halt dazu steht, wenn, wie gesagt, dieses LP hier vorbei ist. Werde ich halt dann das Video aufnehmen, wo ihr euch dann halt für die nächsten Let's Play Sachen halt entscheiden könnt. Wollt ihr das Video dann gleich haben, wenn Dynasty Warrior durch ist und ich euch dann halt so lange Zeit lasse, bis dann auch sag mal Pokémon oder Fable durch ist, damit ich dann halt auch anfangen kann, dann halt die nächsten Projekte dann halt zu starten.
Schreibt mir das am besten mal in die Kommentare, wie ihr das gerne hättet, ob ihr, wie ich schon sagte, gleich nachdem Dynasty Warrior durch ist, das Video haben wollt oder vielleicht doch etwas später, wenn halt ein entweder Fable oder Pokémon so gut wie fast beendet ist. Das würde mich sehr brennend interessieren. Wir müssen jetzt die ganzen Offiziere da in das Lager locken. Und wir werden das gleiche tun wie bei der Schlacht von Shibi. Wir werden sie niederbrennen. Das ist auch wieder so ein Ding hier, was ich auch nicht unbedingt in Dynasty Warrior schätze. Wenn man halt hier irgendwelche Offiziere irgendwo hinlocken muss. Weil diese Offiziere müssen dann auch in manchen, ich weiß jetzt nicht wo es war glaube ich auch Dynasty Warrior 8, wo halt wirklich die Offiziere einen sehen müssen, damit die einen weiterhin verfolgen oder so, keine Ahnung. Oder man muss selber irgendwie die Kamera draufhalten, damit die einen auch hinterherlaufen. Das ist schon ein bisschen komisch gemacht. Und das nervt auch. Okay, wir brauchen gar nicht alle Offiziere. Obwohl sie eine Cutscene gesagt haben. Oh, es laggt, ey. Oh, Junge. Oh, Mann, ey, das ist hier. Oh, ey. Die Framerate, ey. So. Wo gehen wir jetzt lang? Wir unterstützen ein bisschen Liu Bei. Obenrum ist jetzt ein bisschen zu weiter Weg. Obwohl da auch ein paar Offiziere kommen, aber das ist auch vollkommen irrelevant. Die paar Offiziere kriegen wir jetzt auch noch weg. Genau der richtige Weg. So, los, komm. Jetzt hör auf abzuwehren, ey. Einäugiger. Weg. Und stirb jetzt. So, wer kommt als nächstes? No Name. Joa, also ich werde jetzt die, wie gesagt, die weitere Woche jetzt noch mit Videos aufnehmen verbringen und dann die restliche Zeit werde ich übelst genießen. Oh, es ist einfach herrlich. Also, ich muss aber dazu sagen, ich freue mich auch wieder, dass ich arbeiten gehen kann ab nächste Woche. Damit halt auch wieder so ein geregelter Tagesablauf ist. Ja, also ich freue mich da schon wieder etwas drauf. Da bin ich vielleicht einen Tag da und dann sage ich mir wieder, oh, nochmal eine Woche Urlaub, das wäre es jetzt. Ich kann mir jetzt halt auch froh sein, dass ich halt nicht meinen kompletten Urlaub so verplant habe. Weil normal, weil es ist ja wirklich so, dass ich halt meinen Urlaub immer so nutze, dass ich halt den Urlaub auch nur nehme, wenn ich ihn halt auch wirklich brauche, weil. Oh. Weil das für mich wesentlich sinnvoller ist. What? Zhuge Liang. He's always one step ahead.
told us all it was a lie that you were injured. I thought I could hold out until we had Xiong Yang. Hey, pull yourself together! Despite much hardship, Zhou Yu managed to seize Nanjun and obtain Xiong Yang, which was so vital to his strategy. And soon after that, Jing cities of Wuling, Changsha, Lingling, and Guiyang also fell. When Zhou Yu fell injured and his ranks fell into confusion, Liu Bei struck a crippling blow and seized all that Wu had worked so hard to earn. Meanwhile, Cao Cao had recovered from his defeat and again posed a threat. With Cao Cao before them and Liu Bei behind them, his health deteriorating, Zhou Yu put everything he had left into one last strategy. A strategy that would save the kingdom that his fallen friend and Sun Quan had worked so hard to build. It would be Zhou Yu's final strategy, the marriage of Sun Shangxiang to Liu Bei. I never dreamed that you and I would end up like this. Well, I always had a feeling that we might. Farewell, my lady. Lian Shi, thank you for everything. I wanted to take you with me. But I know that there is someone here who needs you, even more than I. Take good care of my brother. This marriage will be as a chain upon Liu Bei. It will prevent him from attacking Wu. My sister seems happy, even though she is being used as a pawn. As a leader of men, you have a long way to go to match your father's legacy. And your ambition pales beside that of your brother. I know. And therein lies your strength. Your awareness of your own weakness means you have to put considered plans in place to win. You may be weak, cowardly, and devious, but in the end, that is why you will be victorious. Your words mean the world to me. I will not forget. And I have done all I have to. Not yet. To you. And so Liu Bei was made a member of the Sun family through marriage. Afterwards, Liu Bei was invited to Yi by Liu Zhang, who was fearful of Cao Cao's strength. Beseeched by the people of Yi, Liu Bei answered their pleas and attacked Liu Zhang, taking his land for himself.
Cao Cao of Wei, Sun Quan of Wu, and now Liu Bei of Shu, the land was divided into three. Before long, Cao Cao would occupy Hanzhong in order to check Shu's growing power. Threatened by Cao Cao's move, the fledgling kingdom of Shu turned to Wu for assistance. Sun Quan was determined to strike Cao Cao from behind and instructed Gan Ning and his men to march on Hefei. Unfortunately, Wu no longer had the brilliance of Zhou Yu to guide them. However, in this battle, a new bond of allegiance would be formed. I reckon this next battle will be a real walk in the park. Oh, man. You sure did talk a good game. Huh? You two. You never stop. With Lord Zhou Yu gone, we must be more united than ever to support our Lord. Yeah, but he was... Hey. How about a contest? Who begs the most enemies? And the loser has to lead the army. Huh. Sounds lame. But it'll get you to shut up for a while. So, wieder neue Gesichter. Müssen wir mal schauen. Genau. Zhou Yus letzte Taktik war, nämlich Liu Bei an Wu zu binden, dass er durch die Heirat nicht mal überhaupt mal dran denken würde, Wu irgendwie anzugreifen. In Zukunft, das kennen wir ja aus der Shu-Kampagne durch die Schlacht von Yiling, dass es mehr oder weniger geholfen hat, aber im Grunde genommen hat es schon geholfen, dass er nicht aus irgendwelchen Ehrgeizgründen oder durch Zhuge Liang, der dann ihn hätte volllabern können, dass Wu schwach sei und dass man jetzt angreifen müsste. Somit wäre man dann halt irgendwie auf gleiche Augenhöhe mit Cao Cao oder so. Also das war schon ein, man kann schon sagen, brillanter Schachzug. Ja. Jetzt haben wir ja auch noch Ling Tong kennengelernt. Der war zwar schon etwas vorher dabei, aber ich bin noch nicht drauf eingegangen. Ling Tong ist halt mehr oder weniger ein Rivale von Gan Ning, weil Gan Ning Ling Tongs Vater gekillt hat. Aber die werden später noch sich sehr gut verstehen. Und, ja. Dann haben wir noch Lu Meng, der ja mit den beiden auch sehr eng zusammenarbeitet. Auch ein brillanter Kopf. Ja. Aber der neue große Stratege, der, Wu irgendwann anführen wird, der kommt, ein paar Schlachten später erst. Das ist auch wieder, glaube ich, so eine Schlacht, die zwei Phasen hat. Daher, ja, wie gesagt, zwei solche mehrere Phasen-Schlachten, die kommen auf jeden Fall in einen Part. Nur damit ihr Bescheid wisst. Also, habt ihr auch mal wieder, denke ich mir mal, ein Video in Überlänge. Ich mache die jetzt weg, weil die auf jeden Fall uns dann in den Rücken fallen werden. Deswegen können wir die auch jetzt schon umhauen. So, und jetzt bewegen wir uns dahin, wo wir hin sollen. Man hat die Schlacht ja auch, wie gesagt, die haben wir ja schon eigentlich gespielt in der Wei-Kampagne und wir wissen da auch wieder, wie es ausgeht.
mit einer Niederlage für Wu. Einfach weil Zhang Liao so krass unterwegs ist und jeden umhaut, der sich nun mal Heifei nähert. Mit Abstand würde ich sagen, ist Zhang Liao wirklich der loyalste Gefolgsmann der Wei-Truppen. Muss man ganz ehrlich so sagen. Obwohl der in den alten Teilen jetzt da nicht so rüberkam. Ich glaube in Dynasty Warrior 3 war das. Da wurde er zum Beispiel bei der Schlacht von Changban in der Cutscene, wurde es jedenfalls gesagt, dass er nicht gegen Bauern kämpfen möchte oder will. Aber naja. Boah, diese Framerate, ey, was ist denn mit den Spielen nur verkehrt? Oh, Digga, hört doch mal auf, mich hier ständig in die Luft zu schleudern, ihr blöden Wichser, ey. Jetzt sterbt hier. Jetzt ist mal gut, ey. Alles mitnehmen. Zhang Liao. Zhang Liao! It's really him! The mighty Zhang Liao, huh? Ha! Let's see how mighty he really is. Ich muss schon sagen, der hat schon richtig geile Tattoos. Fire! Aim for Sun Quan! Dafür wirst du bezahlen. Und schon wieder ein Offizier von Wu gefallen. Nochmal hier, komm. Oh, das brauche ich, genau das. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe jetzt irgendwie ein Déjà-vu. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwas seht, wo ihr irgendwie denkt, das habe ich schon mal gesehen oder so? Oder geträumt irgendwie in so Tagtraum oder sowas? So kam mir das gerade vor, wo ich gegen Zhang Liao jetzt gerade gekämpft habe. Oh. Mal wieder eine lange Ladesequenz. Ja, jetzt müssen wir uns zurückziehen. So viel kann ich schon mal sagen. Aber ich weiß jetzt nicht, wen wir spielen. Ich glaube, wir spielen jetzt Ling Tong. Oder spielen wir Lu Meng? Ich weiß es jetzt gar nicht. Taishan Sir is dead. This is all that's left of us. You and I can't afford to be fighting amongst ourselves anymore. Ah. Ling Tong. You go and protect our lord, and I'll do what I can to protect the both of you. Huh. There you go again, trying to act all tough. Ja, man spürt schon eine gewisse Art von Rivalität. Ja, bevor ich es vergesse, natürlich erstmal die Waffen checken. Dass der immer die zweitbeste Waffe automatisch ausrüstet, das geht gar nicht. So, gut. Ling Tong, we can no longer afford to let you be driven simply by your emotions. I know. What we do sets an example for the rest of the men. There is no need to be overly critical of yourself. However, you know what you must do.
Yeah, yeah. I need to work together with Gan Ning to protect our lord. Okay, then. Now, let's get going. So, man hat gesehen, wir kämpfen mit Nunchakus. Ist jetzt auch, hat einigermaßen gute Reichweite. Man ist auch dementsprechend schnell, aber ist jetzt auch nichts Bahnbrechendes, muss ich sagen. Zhang Liao, komm her! Krieg ich den? Scheiße! Komm her. You can handle yourself well, but this is not over. So, weiter geht's. Es dauert auch nicht lange, dann sind wir hier auch schon wieder durch. Wir müssen jetzt auch gegen Ende des zweiten Aktes sein. Aber ich kann mich auch irren, ich müsste dann halt, ich guck dann sowieso nach, wie viele Schlachten noch bevorstehen, weil wir schaffen ja ungefähr immer mindestens zwei Schlachten in einem Part. Daher sollten wir diese Woche mit, also in den nächsten zwei, vielleicht drei Tagen sollten wir mit Wu fertig sein. Und dann fangen wir mit Jing an und da kommen komplett neue Schlachten, also... Da braucht ihr nicht irgendwie hier, oh, schon wieder Schlacht von Zhang Ban oder Shi Bi oder ähnliches. Das wird da nicht der Fall sein. Ey, wieso greift der keinen? Jetzt greift ihr doch mal ein. Geht doch. Holen uns noch hier das ganze Zeug. Da kommen uns schon wieder zwei Offiziere entgegen. Machen erstmal die hier unten weg. Und wer ist das? Ach, schon wieder Shao Dun, ey. Das ist einfach geil. Aber man muss schon sagen, ich war damals schon richtig geflasht, ey, was da alles Neues dazu kam und so. Ne? Aber im Nachhinein, sag ich mal, wünscht man sich doch wieder so wie die alten Spiele. Aber ich würde schon sagen, dass man es doch lieber so beibehalten sollte. So cinematisch inszeniert und so, aber vielleicht da irgendwie gucken, dass man da halt wirklich ein bisschen mehr Geld reinsteckt, vielleicht für eine bessere Engine oder sowas, keine Ahnung, weil das wäre schon wesentlich geiler irgendwie, wenn das dann halt wirklich, ich sag mal, jetzt nicht unbedingt wie ein God of War, aber halt eben, ich weiß nicht, was ist denn mit dem Spiel los hier, dass ständig die Framerate irgendwie kurz einbricht. Das ist doch nicht mehr normal, ey. Dass eben halt die Gesichtsanimationen nicht mehr so steif sind und... Ja... Sowas eben halt. Gut, waren das jetzt alle Offiziere hier oben? Sieht ganz danach aus. Einfach weil es kann. Da hat sich mal wieder kein gegriffen, ey. So. Well done. I'll have to try and keep up. Komm schon, den greifst du. Oh.
Los, komm. Zum Abschluss. Und nichts über den Fluss. Ich finde es halt nur ein bisschen blöd, dass sie hier nicht das so gemacht haben, dass hier Sun Quan irgendwie über die Brücke springen muss mit dem Pferd. Weil das hätte ich gefeiert. Their attempt to capture Hefei ended in failure. However, as a result of the battle, Wei pulled back its forces, and Shu's safety was secured. As a show of gratitude, Liu Bei offered to return the lands of Jing to Wu. However, Guan Yu, who had been in charge of Jing's defense, remained there as per Zhuge Liang's instructions. Wu cursed the duplicity of Shu, but as long as the mighty Guan Yu remained, there was little they could do. After repeated negotiations, Wu and Shu agreed to split Jing in two between them. With the problem of Jing behind them, Shu then moved to attack Wei at Hanzhong. Guan Yu also joined the fray, moving north to attack Wei's stronghold of Fan Castle. However, they were unaware that they were playing right into Cao Cao's hands. Immediately, Cao Cao moved to form an alliance with Sun Quan. For as long as Guan Yu was in Jiangling, neither Wei nor Wu could rest easy. Wei would lure Guan Yu out, and Wu would strike him from behind. Sun Quan agreed to the plot against Guan Yu and sent Lu Xun along with his best troops to Jing. He did this despite knowing that doing so would stain his honor and brand him a traitor, and that this would cause immense grief to the sister he had given to Shu in marriage. So, wir müssten jetzt wirklich im dritten Akt angekommen sein. Das ist auch wieder eine Schlacht, die zwei Phasen hat. Natürlich werde ich auch gleich den Part beenden, aber noch ein bisschen Information. Guan Yu ist wirklich einer der, ich glaube, er wurde auch als Kriegsgott betitelt. Und keiner konnte ihn ja irgendwie mit ihnen mithalten. Da Wu nämlich sowohl Wu auch als auch Wei irgendwie Angst vor ihnen hatten. Also sie konnten halt nicht alles, was sie ihm entgegengeworfen haben, ja, hat eben halt irgendwie nichts gebracht. Da blieb halt nur noch die Möglichkeit, eben halt so einen Komplott mit Cao Cao zu machen. Es war ein richtiger Assi-Move von Wu. Aber trotzdem, das. Ich glaube, Guan Yu wäre nicht so ein Arschloch gewesen, in Jing zu bleiben, wenn Zhuge Liang nicht dafür gesorgt hätte. Aber das werden wir alles im nächsten Part erleben. Also bis dahin, haut rein und ciao.